hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und dieses Bild, dass der Papa einen verlässt, das war für mich richtig schlimm. Und einfach, dass dann wirklich auch, wo die Scheidung durch war, dass man einfach weiß, sie kommen nicht mehr zusammen. I am a phony, posing as a phony-less person. Ich habe mich sehr nach Liebe gesehnt in der Zeit. Ich habe einen Freund kennengelernt, der hat regelmäßig einfach dieses Spiel World of Warcraft gespielt, also gezockt. Wenn er nicht gewonnen hatte, merkte man schnell, dass er auch handgreiflich wurde oder auch echt zornig war oder wütend wurde. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht und mich hat das total verletzt, weil ich habe nur gedacht, was ist denn jetzt los, ne, wegen so einem Spiel. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich das auch nicht haben will, dass einer so mit mir umgeht. Was habe ich dann gemacht? Ich bin einfach noch mehr in die Partyrolle, in die Szene gerutscht. Ich habe total mich nach Liebe wirklich gesehnt. Ich habe so einen Halt versucht zu finden, dass ich gedacht habe, wow, oder das erfüllt mich jetzt. Ja, ich habe einfach der Musik mich total hingegeben, diesen Rausch einfach da zu sein und ne, sich da wirklich einfach auch auszuleben. Habe dann auch sehr schnell wieder einen neuen kennengelernt und es hat sich am Anfang alles sehr gut angefühlt. Und für mich war es auch irgendwie so, wow, jetzt ist es der Richtige. Aber nach einer Zeit kamen einige Freunde auf mich zu und meinten, hey Sunny, da stimmt irgendwie was nicht, der geht dir fremd. Und dann habe ich halt, ja, das nach kürzerer Zeit dann auch gemerkt, dass er wirklich eine andere hatte. Ja, dann habe ich mich von ihm getrennt, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Und in der Zeit ging es mir einfach total schlecht. Ich habe zu Hause einfach gesessen und wusste dann oft gar nicht mehr, was ich machen sollte. Es war so eine Leere und auch wirklich irgendwie so ein kaputtes Gefühl, dass irgendwie alles wie so ein Scherbenhaufen zusammengebrochen ist. In der Zeit hat mich immer wieder eine Freundin angerufen und gesagt, hey, komm doch mal mit, wir treffen uns abends. Und da erzählt ein Mädchen aus ihrem Leben, wie sie Jesus begegnet ist. Und ich habe wirklich gedacht, nee, mir geht es irgendwie so schlecht oder ich habe überhaupt keine Lust darauf. Aber sie ist so hartnäckig gewesen und dran geblieben. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, dann fahre ich jetzt mit und höre mir das einfach mal an. Und sie war so begeistert und hat auch von sich erzählt, einfach wie sie Jesus erlebt hat und wie sie auch wirklich durch diese ganzen Tiefen gegangen ist oder auch diese Traurigkeiten, Ängste und ja, dass sie sich einfach auch total leer und kaputt gefühlt hat. Und ich habe mich da so einfach wiedergesehen da drin. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, warum sind die so anders? Ne? Die waren irgendwie, als hätten die was genommen, weil die so freundlich waren. Ich kannte das gar nicht. Und sie haben mir von einem Urlaub erzählt, wo sie sich mit jungen Leuten treffen und ob ich nicht mitkommen wollte. Und das war total klasse, weil ich einfach da gemerkt habe, die Menschen, die da waren, dass sie einfach, wie soll ich sagen, die haben was ausgestrahlt oder die hatten so eine Ruhe und so eine Liebe untereinander, was ich einfach nicht kannte. Mich hat das so begeistert, auch wie sie irgendwie mit ihrem Jesus gesprochen haben, also gebetet haben und auch in der Bibel gelesen. Und die waren so erfüllt, dass ich gedacht habe, wow, Sunny, du brauchst das auch. Ja, und dann bin ich nach Hause von der Freizeit und ich weiß jetzt noch, dann habe ich meiner Mama so ein Büchlein dahin geknallt und habe gesagt, hey, das ist voll cool, ich habe das gelesen und was in der Bibel steht und mich hat das voll angesprochen. Und dann sagt sie, du, hör auf, ich möchte das hier nicht hören. Und dann war ich irgendwie so begeistert und dann sagt sie, wenn ich nicht aufhöre, davon zu reden, sollte ich meine Sachen packen und gehen. Und weil ich gemerkt hatte, zu Hause bricht irgendwie auch gerade alles zusammen, dass ich mich einfach dann wirklich in mein Auto gesetzt habe und bin gefahren. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Jesus, die Menschen haben so cool mit dir geredet, ich möchte jetzt auch mit dir reden. Und wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich in meinem Leben zeigen, weil ich möchte dich so gerne kennenlernen. Und dann war das total interessant, weil dann klingelte mein Handy und ich so, hä, komisch, was ist denn das? Und guckst auf mein Handy und dann stand da,
egal was ist, du kannst immer zu mir kommen, ich bin für dich da. Und habe ich gedacht, hey, komisch, ist das jetzt meine Gebetserhörung oder eine Antwort? Ja, und dann habe ich einfach, ich sage, Jesus, ich kann das gerade nicht glauben, dass du das bist. Also wenn du das wirklich bist, dann musst du mir das noch einmal zeigen, dann, dass mein Handy klingelt. Und so war es dann wirklich, mein Handy hat nochmal geklingelt. Und dann stand da, auch wenn zu Hause alles bricht, du kannst immer zu mir kommen. Und dann habe ich gedacht, wie kommt das, ne, dass ich so eine SMS bekomme? Aber es war total klasse, weil es war eine Frau von dem Urlaub, wo ich war, mit der ich auch länger geredet hatte. Und sie hatte dann einfach gemerkt, irgendwie, dass zu Hause, dass es mir auch nicht so gut ging und dass sie mich eingeladen hatte, dann zu ihr zu kommen. An dem Abend war mir das ganz wichtig, dass ich Jesus einfach all meine Sünden, wirklich alles, was ich falsch gemacht habe, dass ich Menschen verletzt habe, dass ich auch teilweise nicht gut mit Menschen umgegangen bin oder wie ich meine Beziehungen gelebt habe. Ja, dass ich in meinem ganzen Partyleben das alles gesucht habe, das habe ich ihm alles gebracht und habe gesagt, dass ich das nicht mehr möchte und dass ich mir einfach wünsche, dass er wirklich in mein Leben kommt und ihm danke, dass er dafür gestorben ist am Kreuz. Ja, und das war so klasse, weil in dem Moment war es wirklich, als würde so ein Stein von mir runterkullern. Und ich war so begeistert einfach, weil ich gemerkt habe, irgendwie er ist wirklich das, dass er mich da so füllt. Wie ist es weitergegangen? Wo ich einfach total dankbar für bin, ist, dass ja, wirklich die Beziehung zu meiner Mama, sie hat sich so viel gebessert oder geändert. Auch zu meinem Papa, was ich total wichtig finde. Und ich bin da einfach so dankbar, weil da hat Jesus einfach auch das Ganze wirklich repariert, dass wir uns einfach wieder lieb haben dürfen und auch, dass da echt eine Vergebung auch stattgefunden hat. Du denkst bestimmt jetzt, wie das dann war, irgendwie auch mit der Partnersuche. Das habe ich einfach Jesus gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte einfach mich nicht in irgendeine Beziehung mehr reinstürzen oder das so leben, wie ich das gelebt habe. Dass mir das total wichtig ist, dass er mir wirklich meinen Partner zeigt, der für mich wirklich auch bestimmt ist. Ich durfte mit 21, durfte ich dann heiraten, meinen Mann, den Sebastian, wo ich total dankbar für bin, dass ich ihn kennenlernen durfte. Gerade jetzt, wenn du auch Jesus angenommen hast, dann denkt man jetzt, alles ist so super und läuft alles klasse. Wir haben auch schon 5 Kinder im Himmel, das heißt also, ich hatte 5 Fehlgeburten, wo ich auch wirklich viel auch zu kämpfen hatte und auch mich gefragt habe, hey, warum lässt Jesus das jetzt gerade zu? Und auch in dieser ganzen Zeit habe ich aber so einen tiefen Frieden oder so einen tiefen Halt in ihm gefunden. Und das ist wirklich, was mich total erfüllt und wirklich auch mich wirklich freudig weiterlässt, dass ich wirklich so eine Sunny noch sein darf und echt weiß einfach, dass seine Pläne die besten sind für uns. Das Schöne ist einfach, wir haben jetzt Levi, dürfen ein Kind haben und da sind wir total dankbar drüber, dass wir selbst ein Geschenk wirklich haben. Dieses Partyleben, wo ich immer so nachgestrebt habe, für den Moment war es ein Kick, aber danach hast du eine totale Leere in dir und es ist einfach mega schlecht, sage ich einfach mal, wie du dich danach fühlst. Dieses Ganze, nachdem ich gesucht habe, wirklich diese Liebe, diese Anerkennung und wirklich dieses, ja, wie soll ich sagen, diesen Halt, ne, wo man sich so nachsehnt. Ich bin da einfach so unendlich dankbar, weil ich das wirklich in Jesus gefunden habe. Und er ist letztendlich das, dass er dir das gibt, der dich liebt und jeden Tag für dich da ist. Das ist für mich einfach das größte Geschenk, was ich erleben durfte. Oh,